Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War Ragnarök. Hier am Ende von der Alfheim-Storyline oder Ende der Alfheim-Storyline, vom Ende von Gros Geheimnis. Wir könnten jetzt zurück zu Sindris Haus gehen, dort die weitere Lage besprechen. Aber bevor wir hier reingegangen sind, ist diese Wand auf einmal zerbrochen und ein neuer Weg hat sich eröffnet. Und selbst Kratos hat gesagt, wir haben es nicht eilig zu Sindri, wir müssten hier diese Wüste erkunden. Ich gehe auch mal stark davon aus, dass sie alle in den Kommentaren geschrieben haben. Geh auf jeden Fall die Wüste erkunden. Deswegen gehen wir jetzt die Wüste erkunden. Ja, Dankeschön auf jeden Fall erstmal, dass du da bist. Ich würde mich natürlich jetzt mega, mega freuen, wenn du dir ganz kurz, bevor das Video losgeht, 3 Sekunden Zeit nimmst, ein kostenloses Abo da lässt, einen Daumen hoch und die Glocke aktivierst. Würde mich echt mega, mega freuen, würde mich extrem supporten. Dankeschön vorab und Dankeschön natürlich an jeden Einzelnen da draußen, der es in den letzten Videos schon getan hat. Ihr seid absolut genial. Jetzt geht's los mit der Folge. Gut. Okay. Ich kann Prophezeiung nicht trauen. Aber sollten wir wirklich ignorieren, was wir gesehen haben? Wir ignorieren es nicht. Wir reden zu Hause darüber. Gaia Gold, Schatzkarte hat begonnen. Finden Sie den Ort auf der Karte. Alter, wo soll das denn sein? Okay, das kann man sich eigentlich gut leicht merken. Auf der Suche nach Frieden findet die Bestie nur Krieg. Ihr letzter Atemzug auf dem Sand. Ihr letztes Mal aus Gold unter den Knochen. Okay, das ist quasi, das kann man, glaube ich, herausfinden. Ja, das ist unter so einem Skelett. Unter einem großen Skelett, das ist, glaube ich, offensichtlich. Ja, geh voran. Die Schluchten. Machen wir gerade einen Blick auf die Map. Okay, die öffnet sich jetzt natürlich erst. Ich hoffe, wir finden jetzt gleich Sindri. Wir haben nämlich eine Frostmemme gefunden. Da können wir endlich mal die Leviathan-Axt auf Stufe 3 ballern. Wird doch Zeit. Oh, nee. Oh, nee, die Dinger wieder. Okay. Wir sollten das Ödland oben erreichen können, wenn wir an dieser Stocksubstanz vorbeikommen. Stimmt, die kennen wir ja gar nicht. Wir waren ja in Alfheim ohne den, ne? Naja, das kennen wir schon. Den Quatsch. Oh, perfekt, Mann. Perfekt, da ist er auch schon, ey. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, dass Alfheim... Hier ist ein Rabe. Dass Alfheim eher so Wüste ist. Oh, komm schon. Das ist auch das nächste Niflheim-Update. Da ist, fliegt das nächste Niflheim-Update mit der Rüstung. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt machen. No. 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 Aim. Aim. Pippmann. Was ist denn los? Mal den Winkel ändern. Ich erwische den hier. Boah, come on, ey, no, 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 no. Atreus, ey, das wäre so geil, wenn man ihn auch einfach mit dem Pfeil abschießen könnte, ne? Jo. Meine Zeit, ey. Ja, ich weiß, jetzt ich weiß, müssten wir entweder Brust oder Hüfte kriegen, ne? Aber erstmal das Wichtigste von allen, ey. Hier gibt's auch noch eine Nebenquest. Aha. Atreus hat in der Wüste ein verletztes Tier gehört. In einem Sturm wie diesem? Sehr beeindruckend. Du kennst Alfheim ziemlich gut, ja? Weißt du, was da draußen ist? Nein, tut mir leid. Die Alben und ich. Lange Geschichte, aber wir halten uns lieber voneinander fern. Stocksubstanz ist klebriger als mir lieb ist. Viel Glück bei eurer Suche. Hä? Geheimnis der Sande. Okay. Das ist mein Ernst. Probiert es aus. Geheimnis der Sande. Ja gut, das machen wir auf jeden Fall. Aber das Wichtigste jetzt. Oh, 15 mehr Faden, Rainer. Diese Axt wird einfach immer stärker. Ja, die war auf maximal gelevelt. Wie gesagt, anscheinend hat der Fimbulwinter alles zunichte gemacht. So, vielleicht sollte ich das Schild mal ausprobieren. Ein Schild zum Absorbieren von Angriffen und Zurückschlagen. Das heißt, man blockt einfach alles weg, oder? Das Schild lädt sich auf und dann fetzt man so einen Angriff nach. Ja gut, das ist natürlich... Ich stell das mal her. Da sitzt jeder Treffer. Rüste das mal aus und verbessere den Quatsch direkt. Wir haben ja ohne Ende genug... Deine Gegner sterben schmerzlos. Passt. Das bringt Schmerzen. So. Andere gibt... Ah, guck mal, hier wären natürlich direkt andere.
Runenschild des Jägers. Okay, dann haben wir das auch natürlich schon ausgelevelt, oder? Ausgerüstet. So, wir sind kurz vor Stufe 3. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, nehmen wir auf jeden Fall mal das Schild hier. Ich bin überrascht, dich hier zu sehen, Sindri. Du musst den Sand hassen. Oh, es ist das Letzte. Aber der Brock aus Alfheim verbannt ist, fällt es mir zu. So, Geheimnis der Sande. Verfolgen. Verfolgen, auf jeden Fall, wenn wir jetzt schon hier sind. Warum ist Brock aus Alfheim verbannt? Oh, das... Wir gehen. Hat die Axt sich jetzt optisch ein bisschen verändert durch das Update? Nicht wirklich, ne? Ja. Aber egal, Hauptsache Schaden. Oh, Wölfe? Natura Liquor. Zwei Gulone sitzen vor dieser Markierung, die unnatürlich bedeutet. Sie sind an einen Schlitten angebunden und vollkommen ruhig. Seltsam, wie lange sitzen die schon dort? Sie sind genauso gut erzogen wie ihr Specki und Savannah. Nice, ey, das sind jetzt unsere neuen Schlittenwölfe hier für Alfheim. Geil, Mann. Jo, die sehen cool aus. Was sind das für Tiere? Alter. Gulon. In Vanaheim heimisch. Keine Ahnung, was die hier machen. Ja, anscheinend warten die auf uns. Ja, bleibt stehen. Geil, Mann. Als Schlittenhunde trainiert. Gut für uns. Gezähmte Gulon? Ich muss erstmal kurz einen Blick auf die Map werfen. Wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen noch da vorne. Geil. Kleiner Vorgeschmack, wie es schon mal wird, wenn wir später wieder in Midgard sind, ne? Und da erkunden können. Okay, in 200 Metern sind wir auch schon da. Ist das immer moralisch, etwas zu töten, das dich töten will? Ja. Tja, da hast du's, Junge. Okay, geht's richtig hier raus in die Map. Und da ist auch der Schatz. Da vorne, man sieht schon. Boah, man sieht fast gar nichts, aber man sieht so die Silhouette des Skeletts. Wie wär's mit einer Höhle, um uns zu orientieren? Eine Höhle. Drücken Sie L ins Kreis, um Schlitten zu verlangsamen. Da steigt man einfach nur ab. Was soll denn der Quatsch? Okay, das ist quasi, L1 ist quasi bremsen, okay. Okay, da vorne wird auf jeden Fall der Schatz an Ermisch. Eine Schatztruhe! Verdammter Sand! Ah, okay. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie den Sand ablassen. Was sein? Das erinnert mich so an Zelda Breath of the Wild, diese verdammte Wüste, ey. Wir sind im Untersuchungsgebiet auch. Da, ein Höhleneingang. Wir sind im Untersuchungsgebiet. Okay, gehen wir mal rein da. Über diese leuchtenden Geckos, ja? Diese Höhle erstreckt sich unter der Wüste. Geheimnis der Sande. Die schmerzerfüllte Kreatur unter der Erde verfolgen, okay? Finden Sie, wenn wir weitergehen. Was, ist was könnte denn hier im Sand warten, ey? Eine Zuflucht für die Dunkelalben. Ohne Zugang zum Tempel ist das eine der wenigen Verbleibenden. Was könnte das für eine Kreatur sein, ey? Wir haben da jetzt dieses Riesenskelett gesehen. Sah aus wie so ein Riesen-Decki als... Boah, das könnte ein mega fetter Boss hier werden, oder? Oder so ein drachenähnliches Wesen, oder? Ich bin auf das Schild gespannt. Ich block damit alles weg, was es gibt. Vielleicht finden wir auch hier durch die ganzen Nebenquests weitere geile Rüstungen, ne? Oder Chaos oder Frostflammen, oder? Das merkt man schon jetzt, den Schaden hier. Das passt deutlich mehr. So, einmal heilen. Und jetzt den Winkel treffen. Okay, machen wir's so. Easy! Okay, jetzt blocken wir mal. Okay, das können wir nicht blocken. Okay, da kann man sich dann eben aussuchen. Wenn es rot leuchtet, ist es komplett voll. Okay. Ein bisschen langsamer, das Schild.
Okay, war. Ist natürlich jetzt, jetzt bin ich 10 Stunden das eine Schild gewöhnt, ne? Und jetzt wieder Switch auf das andere. Okay, das ist gewöhnungsbedürftig. Aber könnte gut werden. Wenn man das weiter levelt und die Aufladung immer, immer weiter in die Höhe treibt und dann einmal alles rausfetzt. Ja, warum nicht? Okay, jetzt, ey, das wird richtig tricky hier mit diesen Gewächsen und dem Schleudern der Rune, der Axt. Ja, ihr habt recht, Freunde. Ihr schreibt es gerade in die Kommentare, ich kann es fühlen. Ich muss nach dem Kampf mal ins Fähigkeitsmenü und gucken, ob ich die Mods noch backen kann. Oh, fuck, Mann. Okay, müssen wir doch mal hier. Du kleiner Hanswurst, Junge, komm her. Komm her. Digga. Endlos, endlos. Hinten, sagt er, ja, ja. Nimm das. Schuft. Ist ein Heil? Der lebt noch. Alright, alright. Haben wir doch bravourös. Haben wir das überstanden hier? Oh, Nordentruhe. Nordentruhe. Atreus, jetzt hör auf, so einen Quatsch zu reden. Wir haben hier den König der Dunkelalm getötet schon. Übertreib jetzt nicht, bitte. So, R haben wir. CRN wird es dann wieder sein. CRN. Da müssen wir den perfekten Winkel treffen, um das zu zerstören. Wie viel sind das? Es sind wieder 3. Was treffen wir denn da? Okay. Oder wir müssen das hiermit abpassen, dass das irgendwie da rüber geht. Okay, es wird tricky. Ja, Rune ist wieder am Start. Oder von hier. Alter. Okay, perfekt. Heilung schon mal. Wo fliegt ihr hin? Da leuchtet auf jeden Fall irgendwas blau. Da ist auf jeden Fall die Rune drin. Okay, das wird. Das ist nur eine dämliche Kiste. Wir tun all dies jetzt nur für eine Kiste, Freunde. Ja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Das ist tatsächlich. Ich wusste es, ey. Ich wusste es. Okay. Wir müssen irgendwie von da oben treffen. Wir müssen irgendwie von da oben treffen. Ja, und wir können auch noch da hochklettern, alles klar. Man muss aber den Winkel verändern, ne, von der Ansicht, ne? Von hier oben müsste es definitiv machbar sein. Da hängt noch ein Eimer. Wir sehen. Ah, der geht direkt nach oben. 38 Hacksilber nehmen wir gerne mit. Oder ein Rohleder. So, ah, von hier treffe ich einfach so alle. Okay. Guck mal, wie das Spiel einen verwirren will. Aber hier war auch eine Rune, ne? Geduld, eine Tugend oder eine Drohung? Geduld ist eine Tugend, definitiv. Ah, 4 Rohleder, mein Gott, ey. Zwergenstahl Nummer 1, noch 7. Jawohl, Mann. Jawohl, Erfolgserlebnis. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Damit ist das Rätsel auch gelöst. Wir kriegen nicht nur Zwergenstahl in Zwartalfheim, sondern auch hier. Überall. Geil, Mann. Geil. Okay, ey, vielleicht kommen wir hier mitten nach den Nebenquests mit 8 Zwergenstall raus und haben direkt das Rüstungsupdate für alles, für das ganze Set am Start. Das wäre natürlich absolut fantastisch. Ich könnte mir vorstellen, dass da eine Rune drin schlummert. Okay, auch, oder auch nicht. So, ich werde jetzt auf jeden Fall die anderen beiden Runen haben, aber ich glaube nicht, dass es so weit voneinander verteilt ist. Merken wir uns mal. Es ist nicht immer so. Manche Tiere sind
Ich fühle, was sie fühlen, weißt du? Ah, du bist ja auch Loki. Was immer das hier ist, es hat Schmerzen. Verstehe. Okay, und wir lindern den Schmerz, ja? Wirklich? Ich bin zur Neugier durchaus fähig. Gut. Er kann es kaum glauben, dass Kratos neugierig ist. Ich will die Nordruder nicht verpassen. Mann. Ich hoffe, dass das einfach der Weg ist. Kann ich die Axt von hier werfen? Okay, ich kann trotzdem noch damit schlagen. Und das hier, alright. Ja. Oh, da unten ist die enorme Truhe. Das heißt, wir sind hier ganz, ganz nah. Da muss auch wieder der Winkel passen. Dann schwingen wir uns nochmal rüber. Oh, die Fähigkeit, ey, die wäre so geil gekommen in im ersten Teil schon. Okay, macht keinen Unterschied. Muss den Winkel komplett ändern. Hier kann er nicht dran werfen. Ja. Macht auch Sinn, ne? Sonst kann er sich auch nicht mehr festhalten. Dann gehen wir mal nach da runter. Wir gehen erstmal nach da runter und checken mal die Kiste ab. Okay. Ja, ja, übertreib, Atreus, übertreib. Der Atreus müsste so ein bisschen eigenständiger sein, weil seine Pfeile kann er ja auch so schießen eigentlich, ohne dass wir das die ganze befehlen, ne? Du Scheusal. So, CRN. CRN. Stinken ja übel. C, das R war da. Ja, wir können das aufmachen. Das heißt, das N muss auch irgendwie ganz in der Nähe sein. Ich hoffe, das ist ein zweiter Apfel. Dann braucht man nämlich nur noch einen. Ich hätte gerne ein weiteres Lebensupgrade. Sollte es New Game Plus geben, werden wir das natürlich auch irgendwann mal dann live auf Twitch uns reinziehen, das New Game Plus. Und dann natürlich auf schwer. Deswegen würde ich gerne komplett aufgelevelt da reingehen. So, wir haben zwei Dinger. Das R und das C. Wo ist das andere? Das kann ja nur, muss ganz in der Nähe sein, weil das ist auch wieder so ein Glockending. C. Da oben. Holy shit, okay. Da ist das Zeitfenster dann aber gut, oder? Aber hier kommen wir nicht rein. Blind? Das ist doch so ein Ding, oder? Ich habe genau reingeworfen. Oder? Wir haben da irgendwas übersehen und können noch eine Stufe höher gehen. Hier irgendwie rechts. Da. Da müsste es irgendwo sein. Nee. Das ergibt keinen Sinn, liebe Freunde. Das ergibt keinen Sinn. Steh auf dem Schlauch. Mal wieder. Jetzt gehe ich den langsamen Weg. Oh Mann. Ah, das ist der auf einmal, der hier... Ah, okay, okay, okay. Dann lass den mal auftauchen. Dann lass den mal auftauchen. Okay, ich glaube, da müssen wir einmal ganz verschwinden. Ich werfe einfach mal dagegen. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Boah, wo ist die? Also, das müsste die eigentlich sein.
Und ich verstehe nicht, warum der die nicht aktiviert, obwohl ich genau da drauf werfe. Das klebt quasi jetzt da drauf, aber warum wackelt die nicht? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Hm. Irgendwie einen anderen Weg? Nee, es gibt nur der. Ach Mann, ich bin verwirrt gerade, Freunde. Ich bin verwirrt, ey. Ah, der Käfer, ja. Der Käfer. Ist das wieder so ein Ding? Ich muss später wieder kommen, um das erreichen zu können. Mit Sicherheit, oder? Mit Sicherheit. Warum kann ich das nicht von hier öffnen? So, jetzt haben wir das nächste Rätsel direkt vor der Tür. Da war irgendwas, da war irgendwas. Ah, das... Da war doch gerade... Ah. Okay. Ich kann die Axt nicht werfen. Okay, das ergibt alles keinen Sinn, was ich gerade tue. Ich weiß, ich weiß. Ich muss aber gerade knobeln. Ich muss herausfinden, wieso, weshalb, warum. Muss der Winkel anders sein? Hoch kommen wir nicht mehr. Ne, hoch kommen wir nicht mehr. Wir sind hier gefangen. Wir sind hier gefangen. Das heißt... Ah, ich hab sie gerade gefunden. Da oben. Ah, guck mal, wie gemein. Wie gemein ist das Spiel, bitte. Da ist sie. Hier. Da war die Rune doch gerade drin, oder? Mann, wie soll ich die denn aktivieren? Da. Boah, nee, ich dachte, da wäre diese, die N-Rune. Okay, doch nicht, sorry. Okay, vielleicht von hier unten, ha? Huh? Vielleicht ist das der Winkel. Jo, nice. Okay, dann kommen wir hier raus, können die Tür aufmachen. Ja, ist okay, so wird's laufen. So wird's laufen. Können wir da rüber? Nice. Da unten war irgendwas. Wenn ich mit Tieren rede. Oder Zauberring oder sowas. Es hat sich viel verändert. Für uns beide. Hm, ja. Ich frag mich ja nur, warum du irgendeinem Tier helfen willst. Ist das nicht, was du willst? Doch, doch, schon. Mich überrascht nur, dass du es auch willst. Ja, kann doch noch keinen Bock auf Ragnarök. Aha. Okay, das muss jetzt alles schnell gehen mit runterklettern und aktivieren, aber das Zeitfenster müsste eigentlich passen, sonst hätten die das nicht hier gemacht. Aber trotzdem doof, dass man es nicht von der anderen Seite machen kann. Bin ich ehrlich? Shortcut? Oder auch nicht. Wir aktivieren erstmal die Glocke. Na, wir aktivieren erstmal die Glocke. Ihr auch. Wie gesagt, würde mich echt mega supporten, wenn ihr die Glocke aktiviert. Und einen Daumen hoch da lasst auf meine Videos, wenn es euch gefällt. Natürlich. Das wäre absolut fantastisch, Mann. Vielen, vielen Dank vorab. Bitte Apfel, 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 Apfel. Oh. 1 von 3. Nice. Okay. Okay. Das scheint aber auch der offizielle richtige Weg zu sein. Und das sieht nach Arena aus. Hier kommen Gegner. Oh, der ist ein bisschen mächtiger, sehe ich. Komm, schlag mal ein paar Mal auf mein Schild drauf. Komm, mach mal. Alles, was du hast an Stärke. Boah, die nerven so. Die nerven so. Vorsicht, links. Okay. Okay, okay, okay.
Gefühlt bin ich mit dem Schild langsamer. Ich weiß auch nicht warum, aber ich fühl's irgendwie. Okay, hau mir die als Matsche einmal. Fuck, Junge. Wo ist er? Mein Gott, Junge. Oh, Gottes Willen. Oh, endlich. Ich dachte gerade, der reißt ja den 2. Das wäre auch ein heftig brutaler Fincher gewesen. Kopf ab. Meißenstein. Bist du sicher, dass wir das Richtige tun? Wenn du dieses Tier aufgeben willst, gehen wir. Warum hat Atreus auf einmal keinen Bock mehr? Der wollte doch sonst immer alles um ihn retten. Ich kenne einen jungen Kerl, der bis zu diesem Moment auch eine Draugar-Armee bekämpft hätte, um ein Tier zu retten. Aber es sind keine Draugar, es sind Alben. Was ist an einem Alben anders als einem Draugar? Was ist der Unterschied? Ist ja auch ein Lebewesen, oder nicht? Macht doch keinen Sinn, was Atreus da gerade am Brabbeln ist, oder nicht? Liebe Freunde da draußen, ich würde sagen, wir beenden den Rätselpart fürs Erste hier. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch, kostenloses Abo, aktiviert die Glocke. Dauert 2-3 Sekunden, wenn du jetzt einfach nur runterscrollst und diese 3 Punkte einmal abhackst. Das wäre, wie gesagt, du würdest mich mega, mega supporten. Dankeschön vorab, Mann. Wir sehen uns in der nächsten Folge hier in Ornstein wieder und befreien das Tier. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche dir noch einen super geilen Tag. Mach was Geiles draus. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao mit V.